So, ich hoffe mal, dass ich es jetzt schaffen werde. Wenn ich es jetzt schaffen werde, diese Strecke, werdet ihr das hier zu sehen bekommen. Mist, das war schon mal nix, aber das macht noch nichts, das wird noch in das Video reinpassen. So. Ja, ist jetzt das erste Mal, dass ich es wieder neu versuche. Wer das letzte Let's Play schon gesehen hat, der weiß, was los ist. Also diese Strecke ja dauert 8 Minuten. Und weil da die so lange dauert, und ich sie letzte Mal nicht geschafft habe beim ersten Versuch, ja, nehme ich jetzt zwar die ganze Zeit auf, während ich die Strecke fahre, lade dann allerdings nur den Versuch hoch, bei dem ich es jetzt dann auch schaffe. Momentan sieht das hier gut aus mit 92 Vorsprung. Das kann ich aber noch schnell ändern. Im letzten Let's Play hatte ich dann irgendwann 9 Sekunden Rückstand, aber auch nur, weil ich irgendwie 3, 4 Fehler hintereinander direkt gemacht habe. Das hier ist jetzt das erste Mal, dass ich die Strecke wieder neu fahre. Also wenn es jetzt funktioniert, wäre das super. Weil ich dann eben die Strecke nicht so oft fahren muss. Zweimal, um genau zu sein. Ja, die Runden hier relativ kurz. Eine dauert, Mist, eine dauert circa, ja, 50 Sekunden, so ungefähr. Bisschen weniger vielleicht. Aber da man sie eben 10 Mal fahren muss, ist das schon heavy, was die Zeit angeht. Also dauert dann insgesamt circa 8 Minuten. Der Gegner hat 8:18 gebraucht, also die Goldmedaille. Und ja, ich habe jetzt momentan 3:51 Vorsprung. Das kann sich aber auch wieder ändern. Es sind jetzt noch 7 Runden, also bin gerade in der vierten Runde und da kann sich der Vorsprung einfach auch nochmal ändern. Da sind 3 Sekunden noch nix. Zumindest noch nicht, wenn es noch 7 Runden sind. So. Diese Stelle hier wieder ganz gut bekommen. Ja, der Gegner scheinbar nicht. 4:53 Vorsprung wieder. Das passt mir jetzt sehr gut. 5 Sekunden sogar. Das ist doch mal was. Bringt allerdings auch nicht so viel. 2 Fehler. Also 2 große Fehler. Und die sind wieder weg. Die 5 Sekunden. Ja, immer noch 5. Etwas mehr, 5 und 6 Hundertstel. Jetzt sind es wieder weniger. Es ist hier einfach ständiges Auf und Ab, was die Zeit angeht. Aber Hauptsache ist das, was dabei rauskommt, also die Zeit, die ich dann zum Schluss habe. Solange es unter 8:18 ist, bin ich zufrieden. Knapp 3 Minuten fahre ich jetzt schon. Jetzt sind es genau 3 Minuten. Und ja, 4 Runden habe ich. Gleich 5. Wenn das so weitergeht, bin ich zufrieden. Wenn ich die nächsten 5 Runden auch in dieser Zeit schaffe, dann sieht das gut aus. Weil dann hätte ich die Zeit von diesen 8. Ja, Quatsch, von der Goldmedaille, also diese 8:18, die hätte ich dann geknackt. Auch wenn momentan der Vorsprung noch nicht so groß ist. 4 noch was ist es momentan. Wow, fast da oben an dieses Häuschen geknallt. Ja, jetzt sind es 5:83, jetzt sind es fast 6 Sekunden Vorsprung. Ja, das ist komfortable Führung, Vorsprung. Ja, das ist ja dann doch super. Wenn ich es jetzt hinkriege, dann habe ich es beim zweiten Mal direkt geschafft. Das wäre natürlich super. 6 Sekunden jetzt knapp Vorsprung. Hier die Stelle bekomme ich irgendwie immer nicht so gut. Ich glaube, da muss ich mehr vom Gas gehen, beziehungsweise mal bremsen. Da gehe ich nämlich immer nur vom Gas. So, wieder hier an diesen Kakteen vorbei. Wow, diesmal muss ich hier etwas bremsen, sonst wäre ich da gegen den Zaun. Ne, Zaun ist es nicht. Eben gegen diese. Was ist denn das? Balustrade? Ne, auch nicht. Ja, eben gegen gegen den Rand gefahren.
gegen diese weißen Dinger hier. Randbegrenzung. Naja, ist egal, wie man es nennt. Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. So, Runde 7 von 10. Sieht gut aus. Mit der Zeit 5 Sekunden, bisschen mehr wie 5 Sekunden Vorsprung. Boah, Mist. Etwas über so einen Dreckhügel hier gestolpert. Ich denke mal, dass ich jetzt wieder etwas gut machen werde. Oh, muss schon wieder bremsen. Ah, das war nix. Jetzt habe ich wahrscheinlich Zeit verloren. Ja, 4:30 nur noch. Jetzt hoffe ich mal, dass ich in diesen letzten Runden hier nicht mehr meinen Vorsprung einbüßen muss und dann zum Schluss doch nicht mehr schaffe. Sonst müsste ich die Strecke ja wieder fahren. Das wäre nicht so toll. Okay, jetzt sind es wieder 5 Sekunden. Jetzt habe ich wieder 5 Sekunden Vorsprung. Das ist gut. So, in der 8. Runde bin ich jetzt. Das heißt, mit der Runde hier noch 3. Und bin jetzt knapp 6 Minuten gefahren. Und habe auch wieder fast 6 Sekunden Vorsprung. Endlich mal muss ich hier nicht mehr korrigieren oder so, dass ich nicht gegen die Wand fahre. Aber trotzdem verloren, eben wegen diesem Aufprallen da. Der war ja nicht so toll. Wow, jetzt hat der Gegner aber einen großen Fehler gemacht. 8 Sekunden Vorsprung. Das, wow, Mist. Das ist doch mal was. Der ist zwar jetzt wieder geschrumpft, ja, 7 nur noch. Aber egal, das, das war jetzt mal wirklich super. 7 Sekunden Vorsprung. So viel hatte ich bisher noch gar nicht in dem ganzen Rennen. Trotz des Fehlers von meiner Seite jetzt. So ein großer Vorsprung. Das ist super. Ich denke mal, das werde ich jetzt auch schaffen. Bin die Runde hier jetzt ja schon so oft gefahren. Ich glaube, also 8-mal mindestens. Nein, Mist. 8-mal mindestens und dann vielleicht noch 5-mal oder so. Also insgesamt 13 Mal jetzt schon hier die Runde gefahren. Mittlerweile kann ich sie auch. Mann, ich muss mich mehr konzentrieren. Jetzt sind es nur noch 4 Sekunden. Das passt mir natürlich nicht. Jetzt werden es noch weniger. Nein. Oh, jetzt muss ich mich hier konzentrieren. So schnell von 7 auf 2 wahrscheinlich. Ja, 2 nur noch. Jetzt muss ich Gas geben. Letzte Runde. Wenn ich es jetzt... Wenn ich es jetzt verkacke, das wird totaler Mist. Wenn ich es jetzt verkacke... Oh, da war das eng. Oh Mann. Es kommt hier gut rüber. Boah, das war auch knapp. Ah, nur noch eine Sekunde. Hoffentlich holt er das jetzt nicht mehr auf. Ah, wieder 2. Sehr gut. Ja, das fahre ich jetzt ins Ziel. Das kriege ich hin, es sei denn jetzt... Ja, okay, jetzt ist nochmal mehr. Puh, sehr gut, doch noch geschafft. Oh Mann. Also, das war's dann jetzt auch mit diesem Let's Play von Trackmania Nations Forever und der 15. Strecke auf Dings Rot. Im nächsten Let's Play kommen dann die ersten schwarzen Strecken. Bis dahin, ciao.